Moin Moin und hallo zusammen. Die Weihnachtsfeiertage sind endlich vorüber. Ja, und mein Körper lechzt danach, sich ein wenig die Beine zu vertreten. Und das mache ich doch jetzt gerade mal, in Anführungsstrichen. Ja, zunächst muss ich mich echt mal bedanken, ja. Ich habe so viele nette, liebe Weihnachts- und Neujahrswünsche von euch bekommen. Damit hätte ich jetzt ja nicht gerechnet, ja, also zumindest nicht in dieser Anzahl. Das ist wirklich klasse. Also ich muss sagen, das Verhältnis Anzahl der Abonnenten zu Anzahl der Kommentare und auch zur Qualität der Kommentare, das finde ich echt super, ne? Also muss ich schon sagen, ja, also das ist schon, ne, was anderes, als wenn man so, ja, man spricht halt nicht gegen so eine anonyme Wand, sondern irgendwie, ich finde da, zumindest von meiner Seite, es baut sich schon so ein bisschen so eine Beziehung auf. Finde ich ganz klasse. Also vielen Dank dafür. Jahresende heißt natürlich auch, demnächst kommt 2017. Und damit eine neue GS. Heißt das, ich kaufe mir ein neues Moped? Also ich weiß nicht, vielleicht schon, aber geplant habe ich es jetzt nicht. Also zumindest nicht nochmal eine GS. Zumindest nicht jetzt, weil so alt ist diese nun auch wieder noch nicht. Nichtsdestotrotz hat es bei BMW Tradition, dass zum Jahreswechsel auch immer eine neue GS kommt. Neue GS, ja, das muss man ein bisschen einschränken. Also eine ganz neue GS gibt es ja nur alle paar Jahre. Das letzte Mal war 2013 der Fall. Und ganz neu heißt, im Grunde schmeißen sie das alte Moped komplett auf den Müll. Und es wird eins komplett neu entwickelt. Ne? Neuer Motor, neuer Rahmen, neue Elektronik, was weiß ich was. Alles Neuheit. Ne? Das war, wie gesagt, 2013 der Fall. Wann das nächste Mal der Fall sein wird, das weiß man noch nicht so genau. Also nächstes Jahr sicherlich wohl noch nicht. Das ist noch zu früh. Ja, was es neben diesen ganzen kompletten Neuentwicklungen noch gibt, ist aber, dass BMW mindestens einmal pro Jahr, ich sag's mal, Feature-Upgrades macht. Das bedeutet, es gibt wirklich neue oder deutlich geänderte Funktionalitäten. Dazu später mehr. Und als drittes gibt es dann noch so ganz kleine Updates, die passieren eigentlich ständig. Ich nenne das Ganze mal Bugfixes. Ne? Also ein Beispiel für solche Bugfixes, ja, das sind beispielsweise Änderungen an der Software, ja, oder anderes Beispiel ist dieser Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälterdeckel hier. Da waren die ersten Serien halt so gefertigt, dass sie nicht ganz dicht waren. Ja, die wurden dann ausgetauscht oder auch diese Schalter hier sind heutzutage etwas anders konstruiert als bislang. An der Scheibe hat sich was geändert. Da sind die Bohrungen hier, die sind etwas größer gemacht worden. Und dann hat man da noch so einen Gummiring mit eingelegt, weil die ersten GS hatten wohl ab und an das Problem, dass die Scheibe an diesen Bohrungen gerissen ist. Ne? Was fällt mir noch ein? Ich glaube, den Kühlwasserüberlauf
habe sie irgendwie verlegt, damit der an einer anderen Stelle auf die Straße tropft. Naja, also lauter Kleinigkeiten halt. Ne? Und diese Bugfixes werden gemacht, entweder in dem Moment, wo man die Kiste zur Inspektion bringt. Ja, da werden einige Dinge einfach stillschweigend erledigt, ohne dass einem die Werkstatt da irgendwas von erzählt. Oder man irgendwas dafür zahlen müsste. Oder dass das auf der Rechnung als Position auftreten würde. Dann gibt es Dinge, die werden nur dann repariert, wenn der Kunde sich beschwert. Ja, das ist dann also typischerweise eine Garantie oder ein Kulanzfall. Könnt ihr fast vorstellen, dass das bei den meisten Sachen der Fall ist. Und andere Bugfixes, die bekommt man gar nicht. Ne? Weil die halt, bautechnisch einhergehen mit Veränderungen an anderer Stelle oder weil das so teuer oder was weiß ich was ist, dass man, dass diese Bugfixes rückwirkend nicht in die Serie eingespielt werden. Aber interessant sind natürlich die Feature-Updates. Und da hat es seit 2013 mittlerweile doch schon so einige gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die alle zusammen bekomme, wahrscheinlich nicht, vermutlich auch nicht in chronologischer Reihenfolge. Aber ich versuch's mal. Also, seit der Bug-Einführung 2013 oder Vorstellung von, glaube ich, 2013, kaufen konnte man es erst ein bisschen später, ist geändert worden. Relativ zu Beginn ist ein Lenkungsdämpfer hinzugekommen. Der ist irgendwo da unten da, was weiß ich wo, verbaut. Irgendwo da steckt er. Ne? Ich habe auch schon mal, doch, ich sehe ihn sogar, wenn ich von hier oben reinschaue. Ihr seht ihn wahrscheinlich eher nicht. Das ist so ein, so eine Gasdruckfeder. Warum er das gemacht hat, keine Ahnung. Ich meine, das kostet ja nun wirklich Geld, das Bauteil. Ich würde mal einfach vermuten, dass da die ersten GS möglicherweise das ein oder andere Problem hatten. Zum Beispiel Lenkerflattern auf der Autobahn oder sowas in der Art. Naja, offenbar sah man sich halt gezwungen, da nachzuarbeiten. Was hat man doch gemacht? Scheibe hatte ich schon erwähnt. Ein Schaltassistent ist dazu gekommen. Den habe ich hier auch verbaut. Allerdings nur nachträglich, als Nachrüstsatz. Und nachrüsten konnte man zu dem Zeitpunkt aber auch schon nicht alle GSen, sondern nur diejenigen, die vor einem halben Jahr oder so gebaut worden sind. Weil der Schaltassi wohl einen anderen Kabelbaum benötigt. Ja? Das heißt, eine 2013er GS hat auch schon mal einen anderen Kabelbaum als eine 2014er GS. Ein oder zwei Jahre, weiß nicht genau, nach der Markteinführung der Standard GS kam dann die GS Adventure. Und die hatte am Antriebsstrang eine höhere Schwungmasse. Da streiten sich die Geister, ob das jetzt positiv ist oder nicht. Ja, die einen sagen, naja, die GS fährt sich dann bei geringen Drehzahlen noch etwas weicher und angenehmer. Die anderen Leute sagen, ja, also mit der größeren Schwungmasse, da ist die Gasannahme aber nicht mehr ganz so spritzig. Keine Ahnung. Es kann auch gut sein, dass man da, dass da Einbildung mehr als alles andere ist. Und dass man da effektiv ohne direkten Vergleich gar nicht viel von spürt. Auf jeden Fall hat die GS Adventure schon immer diese höhere Schwungmasse gehabt. Und BMW hat dann diese höhere Schwungmasse auch für die Basis GS hier übernommen.
Wieso, weshalb, warum? Da habe ich jetzt einfach mal so die These. Das waren reine Kostengründe. Denn ja, sonst hätte man ja zwei unterschiedliche Schwungmasseneinheiten produzieren müssen. Und wenn aber alle Mopeds mit demselben Bauteil ausgerüstet sind, dann wird das Bauteil im Einkauf natürlich günstiger, auch von der ganzen Logistik und so weiter. ja, was haben wir noch? Hinzugekommen ist später ein Keyless Go. Habe ich nicht, also ich brauche ja noch einen Schlüssel zum Ein- und Ausschalten. Aktuell hat man nur noch einen Knopf und da gibt es halt so ein Keyless Go System. Das ist hier für die Zündung und auch für das Tankschloss hier. Da braucht man dann auch keinen Schlüssel mehr. Mehr unter Bugfix einsortieren würde ich noch die hinteren Bremsklötze oder die hintere Bremsscheibe, Klötze, glaube ich. Die sind nämlich mittlerweile aus anderem Material als bei den ersten GSen. Irgendwie vorher Sinter, jetzt organisch oder umgekehrt oder so. Auf jeden Fall haben die ersten nicht sonderlich lang gehalten und daraufhin haben sie das geändert. Aber wie gesagt, das würde ich jetzt mal mehr als Bugfix deklarieren wollen. Featureseitig ist oder haben die aktuellen GS ein anderes Elektronikpaket. Oh, 2,5 Grad, die Anzeige blinkt schon wieder. Unter Schneeflockensymbol ist zu sehen. Eieiei. Na gut. Also, ne, anderes Elektronikpaket mit Schräglagensensor und damit auch einem Schräglagen-ABS. Das ist ja sicherlich ganz sinnvoll. Hat meine leider nicht, obwohl ich das gerne hätte. Ja, mittlerweile ist das Getriebe überarbeitet worden. Nicht nur im Rahmen von Bugfixes, das macht die ganze Zeit immer mal wieder, sondern wirklich in der Form, dass da irgendwie die Getriebewelle modifiziert wurde und dann ist da noch so ein Federelement mit reingekommen und was weiß ich was alles. Das gibt es dann erst 2017 in der Standard GS. Ja. Nächstes Jahr wird das Design dann noch etwas verändert. Da ist hier so rechts die Verkleidungskunststoffteile, da sehen so ein bisschen anders aus. Ich glaube am Sitz, genau, so heißt das Teil, haben sie irgendwas geändert. Da gibt es jetzt noch mehr unterschiedliche Sitzvarianten oder was weiß ich was. Neuer Fabo, das ist auch noch dazu gekommen, Dynamic Pro. Ganz zu Beginn ist das Navi getauscht worden. Da habe ich dankenswerterweise schon das etwas aktuellere Navi. Oder was heißt das? Etwas aktuellere, also das jetzt aktuelle. Ah, und es sind Screenshots, also Fotos aufgetaucht, in denen eine GS abgebildet war mit einem nochmal neuerem Navi. Also jetzt zur Zeit habe ich keins dabei. Ja, ihr seht schon, ich war zu faul, das dran zu machen. Ja, ansonsten, was hat sich sonst noch alles geändert? Ich muss mal gerade ein bisschen überlegen, ob mir noch was einfällt. Ja, die Art und Weise, welche Koffer es gibt, hat sich geändert. Die neueren GS haben ein etwas anderes Dashboard. Da gibt es aber wirklich nur subtile Unterschiede. Letztlich mussten sie da wohl sowieso ran. Wegen der Umstellung auf Euro 4, das ist natürlich auch noch passiert. Da ist nämlich Vorschrift, dass es hier so eine zusätzliche Kontrollleuchte im Dashboard gibt. Und die mussten sie da irgendwie noch mit reinquetschen. Also, ja, das eine oder andere habe ich bestimmt noch vergessen.
meine, dieses Jahr, genau, oh Gott, das Wichtigste überhaupt. Also es gibt ja jedes Jahr neue Farben. Und zwar nicht nur für diese Plastikteile hier, sondern auch für die Lackierung des Rahmens und der Schwinge und sowas. Da gibt es also eine GS-Variante, da ist alles komplett in Schwarz. Ja, das sind so Sachen, die mich eigentlich überhaupt nicht interessieren. Wo aber viele GS-Kunden total drauf abgehen. Ne? Und 2017 gibt es tatsächlich noch eine ganz neue GS-Variante, die GS Rally. So nennt sich das. Das ist quasi eine Standard-GS mit einer auf Offroad gebügelten Optik. Und das ist das entscheidende höheren Fahrwerk. Ja? Also bis dahin gab es das höhere Fahrwerk ja nur automatisch sozusagen, wenn man die Adventure genommen hat. Und jetzt gibt es eben auch die Standard GS mit so einem anderen Fahrwerk. Und ich muss zugeben, dadurch sieht das ganze Motorrad optisch schon mal anders aus. Ja? Also das macht schon was her. Und da fällt mir gerade ein, eine Berganfahrhilfe ist mittlerweile auch noch dazu gekommen. Also letztendlich entwickelt sich die GS also jedes Jahr weiter. Und ja, so schafft es BMW, das Modell technisch und von den Features her eigentlich immer ganz gut aktuell zu halten. Ne? Weil natürlich bringen auch die Wettbewerber immer wieder neue Mopeds raus. Ja? Ich meine, guckt euch mal die ganze KTM Super Adventure Reihe an. Und ja, da glaube ich, BMW kann sich das da einfach nicht leisten, so ein Moped über 5-6 Jahre quasi unverändert zu lassen. Weil in der Zeit holen die Wettbewerber so stark auf, sodass im direkten Vergleich sich immer weniger Käufer für die GS entscheiden würden. Stellt sich für mich die Frage, was mache ich jetzt? Ich meine, eine ganze Reihe von diesen neuen Features, technischen Neuerungen, die hätte ich natürlich auch ganz gerne. Ne? Gerade so die Schräglagen-ABS fände ich schon gut oder zu einem besser schaltbaren Getriebe sage ich natürlich auch nicht nein. Aber so eine neue GS, die bekommt man ja auch nicht geschenkt, sondern die will ja bezahlt werden. Sodass es am Ende des Tages eine Kosten-Nutzen-Abwägung ist. Hier oben über die Brücke verläuft übrigens die A81 Stuttgart-Singen. Wir bleiben heute aber unter der Brücke. Wie gesagt, also kostet alles Geld und so, ne? Und in der Abwägung sind mir die technischen Weiterentwicklungen dann doch nicht so weit geht, dass ich sage, ich brauche jetzt unbedingt ein neues Motorrad. Ne? Fahren wir hier mal rum, keine Ahnung, wo wir da hochkommen. Langsam wird es mir nämlich kalt. Ich muss wieder zurück nach Hause. Ist doch ein bisschen frisch hier. Und was mich zum Neukauf einer GS veranlassen würde, wäre vermutlich, wenn BMW eine Überarbeitung des Motors macht. Ich muss erstmal hier auf Soft stellen, das wäre so eine Buckelstrecke hier. So, gleich viel besser. Ja, neuer Motor mit ein bisschen mehr Wumms, das wäre sehr schön. Aber auch da, ich meine, wenn sie da 10 PS nachlegen und das auch nur bei hohen Drehzahlen, dann spürt man das in der Praxis, glaube ich, meistens auch nicht. Da müsste schon eine signifikante Verbesserung des Motors kommen.
Und ja, ich habe so das Gefühl, dass BMW das im Rahmen dieser üblichen Feature-Upgrades nicht machen wird. Also, da warte ich mal lieber noch ein bisschen. Lasse 2017 auf mich zukommen und schaue mir dann im August, September nächsten Jahres an, was das 2018er Modell der GS dann so bieten wird. Ja, bis dahin spricht man sich ja hoffentlich nochmal. Bis dann, ich wünsche euch was. Tschüss. So, mal mit dem Fußgänger.